des Zolls. Diese Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir Sicherheit herstellen. Und ich möchte gerne noch einen Punkt obendrauf setzen, der Ihnen natürlich besonders wehtut, meine Herren von der Fensterfront. Wichtig für diese Sicherheit ist es auch und gerade, dass wir mit den Behörden in unserem Nachbarland Polen intensiv und konstruktiv zusammenarbeiten. Das stärkt Sicherheit und nicht ausländerfeindliche Sprüche, sondern tatsächliches, vernünftiges, polizeiliches Handeln über Grenzen hinweg. Also, meine Damen und Herren, Kriminalität bekämpfen, ja. Aber damit die positive Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen blockieren, nein. Und genau dieser positiven Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen dient das Schengener Abkommen. Wir wollen, und wenn ich wir sage, meine ich alle Demokraten, Sie nicht, wir alle wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Wir alle wollen gute und positive Beziehungen auf allen Ebenen mit unseren Nachbarländern. Und da wir als Mecklenburg-Vorpommern nun einmal an Polen grenzen, wir wollen gute Beziehungen zu Polen. Wir sind nicht die Leute, Herr Köster, die Menschen mit Aaskrähen vergleichen, nach der Methode des Films Jud Süß, man muss sie möglichst bald vergasen. Das waren Sie, das ist nicht unser Stil, im Gegenteil. Wir wollen die Begegnung von Menschen, wir wollen die Partnerschaft von Gemeinden, ja, wir wollen auch guten Handel, selbstverständlich. Sie möchten vielleicht Zigaretten schmuggeln, aber das ist dann alles. Wir wollen sehr viel mehr. Wir wollen gute Nachbarschaft. Und die Realität, meine Damen und Herren, die Realität gibt uns recht. Schauen Sie bitte ins Internet, schauen Sie auf die Seite der Deutschen Welle, dvworld.de, 7.12.2010, ein Kommentar unter der suffisanten Überschrift, noch ist Vorpommern nicht verloren. Ein Kommentar, der die Realität in der grenznahen Region beschreibt. Ich empfehle es Ihnen, dieses zu lesen. Ich möchte Ihnen nur die Zwischenüberschriften hier darbieten. Dann wissen Sie, wo es hingeht, und dann wissen Sie, warum die Herren da recht so aufgeregt sind. Die Zwischenüberschriften lauten: Polen möbeln alte Häuser wieder auf. Polen schaffen Arbeitsplätze, denn das ist Realität in Vorpommern. Polen verarzten die Gegend, Polen kurbeln die Kaufkraft an. Und das sind die Realitäten, das sind die Fakten in diesem Raum, und das können Sie auch nicht kaputtreden, das schaffen Sie nicht. Und dieser Artikel der Deutschen Welle, wie gesagt, ich empfehle Ihnen zur Lektüre, endet mit dem, was mir sehr am Herzen liegt und was ich sehr schön finde. Er endet mit einem Hinweis auf den Kindergarten in Löcknitz, wo deutsche und polnische Kinder gemeinsam in den Kindergarten gehen, und die Deutsche Welle sagt dann, dass es ein Neubau ist. In der Tat, ein Neubau, wer kann das schon von sich sagen, mit 170 Plätzen, und jetzt darf ich zitieren, zweisprachig, versteht sich. Vielleicht wird hier eine neue Generation von Löcknitzern aufwachsen, die sich die Frage nach polnischer oder deutscher Nationalität gar nicht mehr stellen wird. Wenn das unsere Perspektive ist, meine Damen und Herren, dann ist das eine gute Perspektive. Wir sind Menschen, und nationalistische Hetze wird uns nicht davon abhalten, vernünftige Beziehungen zu unseren Nachbarländern zu entwickeln. Und deswegen sind wir für das Schengener Abkommen und werden Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Fraktionsvorsitzende und Abgeordnete der NPD, Herr Pasteurs. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, neuer Kack im alten Frack, haben wir eben gehört. Ja, Herr Abgeordneter, ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir diese... Da müssen Sie das nicht wiederholen. Sie haben schon wieder angefangen, meine Hinweise zu kommentieren. Darf ich, Herr Präsident, gnädigst? Wir haben gerade ja hier den Herrn Müller auftreten sehen, und wer ihn länger kennt, so wie ich, dem ist aufgefallen, der ist hier heute wirklich im neuen Frack aufgetreten. Dann hat der Herr Müller gesagt, es gibt weniger Diebstähle von Luxuskarossen im Grenzgebiet. Herr Müller, außer den Luxuskarossen der Politbonzen,
hier in diesem Land. Gibt es kaum Luxuskarossen in Mecklenburg-Vorpommern, weil hier nämlich die Armut herrscht und die Leute froh sind, wenn sie einen kleinen gebrauchten Golf oder einen Toyota sich leisten können. Daran liegt das. Wenn Sie da zum Beispiel nach Sachsen gehen, da sehen Sie das alleine in Dresden. In Dresden die Zahl der Autodiebstähle so hoch ist, wie sie noch nie da war. Noch einmal, ja, die meisten gehen nach Osteuropa. Lesen Sie mal, was die Polizei dazu veröffentlicht in Sachsen. Noch ein Punkt. Ich möchte Sie hier mal belehren, lieber Herr Müller, indem ich Folgendes zitiere. Für den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, der ist ja wohl sehr bekannt und sehr fleißig, der Mann, ist der Anstieg der Kriminalität in den Grenzregionen ein typisches Beispiel dafür, dass die Politik alles aus politischen Gründen schön geredet hat. Jetzt sei genau das eingetreten, was die Polizei vorhergesagt hat und wovor sie gewarnt hat. Sie machen hier weiter mit Ihrer Gardinenpolitik, dass Sie nicht interessiert, was Realität ist, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch ein Wort zur Statistik. Wenn wir hier sagen, wir haben rund 6% weniger Straftaten, dann ist das eine Lüge insofern, als dass die Statistik natürlich überhaupt gar nicht aussagekräftig ist. Der Kern der Kriminalitätsaktivität bei den Menschen liegt zwischen 18 und 35 Jahre. Und dann schauen wir uns noch mal an, was im letzten Jahr hier durchschnittlich an dieser Bevölkerungsgruppe, die ich nannte, altersmäßig abgewandert ist. Dann wird die Statistik transparenter. Wir haben hier rund 3,8% junge Leute, die das Land verlassen haben einerseits und deswegen überhaupt die Statistik gar nicht mehr auch nur einigermaßen objektiv gelesen werden kann. Und wir haben andererseits eine Zunahme nachgewiesenermaßen in der Ausländerkriminalität. Die Ausländerkriminalität entspricht ungefähr das 20-fache einer durchschnittlichen Kriminalität bei Deutschen hier in diesem Lande. Und wenn man sich anschaut, dass mittlerweile 88,7% der ausländischen Verbrecher hier in Mecklenburg-Vorpommern legal wohnt, das ist Ihre Statistik, die ich hier zitiere, unsere sieht ganz anders aus. Die sähe ganz anders aus. Wenn dann gäbe es nämlich diese 88,7% der Verbrecher aus dem Ausland hier gar nicht legal in diesem Bundesland, mein lieber Herr Müller, wir würden die ausschaffen, wie die Schweizer sagen, und das konsequent, ohne Duldungsparagrafen. Das ist die Tatsache hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und im Jahre 2000 und im Jahre 2009 ist das sogar noch ein bisschen angestiegen mit den ausländischen Verbrechern hier, die sich illegal aufhalten, weil die nämlich so gedacht haben, also das Risiko ist relativ gering, auch das sagt die Statistik, nur jeder 4,5. Wird geschnappt. Da brauchen wir doch gar nicht einreisen, um hier zu klauen, zu rauben, zu morden, zu betrügen, sondern dann können wir doch ganz legal unseren Wohnsitz nehmen in diesem Bundesland und ganz nebenbei auch noch Sozialschmarotzertum betreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die Tatsache, vor der Sie die Augen verschließen und die wir ganz klar beim Namen nennen. Bleiben Sie entspannt, Herr Müller, es kommt noch das ein oder andere Schmankerle für Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was hier sich abspielt im Bereich der Manipulation und der Ausdünnung des Polizeiapparates in Bezug auf Bekämpfung der Kriminalität und speziell der Ausländerkriminalität, veranlasst uns von der NPD ganz klar eine Forderung aufzustellen. Wir sagen, wir brauchen aufgrund der unglaublichen des unglaublichen Anstiegs der Proportion im Verhältnis zu den Straftaten von Deutschen, was die Ausländer angeht, eine Ausländerpolizei. Wir brauchen spezielle Einheiten, die an den Grenzen dafür sorgen, dass dieses ausländische kriminelle Gesindel es gar nicht in unser Land hineingelassen wird. Das ist die entscheidende
Das ist die entscheidende Forderung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt noch eins zur Kriminalitätsbekämpfung moderner Natur, mein lieber Herr Müller. Sie kennen doch das System SIS, was mal eingeführt werden sollte. Dieses System SIS, ein hochkomplexes, modernes Überwachungssystem und Ermittlungssystem, das hat bisher 143 Millionen verschlungen und sollte mal 14 kosten. Und wissen Sie, an wie vielen Dienststellen dieses System eingesetzt ist bisher? Nicht an einer einzigen Stelle existiert das SIS-System. Und voraussichtlich, wenn die Lügenberichte der Regierungen nicht täuschen, dauert es noch 5 Jahre, ehe es überhaupt einsatzfähig ist. Und dann sagen Spezialisten uns heute schon, wenn das denn überall einsetzbar ist, dann ist es veraltet und hat so um die 160 bis 180 Millionen gekostet. Das ist Ihre moderne Ermittlungsmethode, Herr Müller, die wollen wir nicht, solche Ermittlungsmethoden, die rein theoretisch auf Steuerkosten gar nicht real einsetzbar sind. Wir wollen Taten sehen, unsere Grenzen geschützt sehen und kriminelle Ausländer aus unserem Land herausgeschafft sehen. Und das kann man nicht mit Reden tun. Die muss man beim Kragen packen, am Frack und außer Landes bringen. Vielen Dank für Ihre Redezeit. Ihre Aufmerksamkeit.